Noch nie hat sich die Welt so rasch verändert wie in den letzten Jahrzehnten. Nur mehr wenige Menschen haben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts selbst erlebt. Die vorhandenen Mittel waren bescheiden und in fast allen Bereichen stand mühevolle Handarbeit im Mittelpunkt. Prinzersdorf um die Wende ins 20. Jahrhundert und der Bereich, wo sich heute der Hauptplatz befindet. Einige Generationen später hat sich aus dem kleinen Dorf eine moderne Gemeinde mit bester Infrastruktur und Verkehrsanbindung entwickelt. Um der Bevölkerung das seinerzeitige Ortsbild in Erinnerung zu rufen, entschloss sich eine Personengruppe mit Unterstützung der Gemeinde unter Bürgermeister Rudi Schütz, einen historischen Schritteweg mit einer Panoramatafel zu gestalten. Nach umfangreichen Recherche und Planungsarbeiten konnte das Team die Idee umsetzen. Der Weg führt vom Hauptplatz zu einem Panoramablick ins Alpenvorland, über Uttendorf, weiter durch das Naherholungsgebiet Pilach und wieder zurück zur Ortsmitte. Ich freue mich persönlich sehr, dass Sie trotz diesem wunderschönen Frühlingswetter eben zu uns kommen und diese kleine Feierstunde mit uns begeben. Ganz besonders gefreut ist mich natürlich auch, dass die Vertreter der Bildungseinrichtungen da sind. Die Frau Direktor Ingrid Rosenberger, ich muss schon wohl stehen, von der Volksschule Markersdorf. Und der Direktor Mondl von der Europamittelschule Prinzersdorf, mit einer Garten. Und vor allem, da gibt es so viele Kinder mit gelben Leiberl, die werden beim Laufbewerb dann mitmachen. Für die Qualität in einer Gemeinde wird ihm dann sichtbar, wenn sich so persönliche Ideen oder persönliches Engagement zusammenfindet und dann in einer sehr breiten Zusammenarbeit auch eine Umsetzung findet. Das ist doch vorbildhaft passiert und da war die federführende Komitee dabei. Das ist jetzt live für mich, ich habe so eine schöne Leiterkeit dran, damit wer oder niemand vergessen. Herr Anita Stieger war mit dabei, Maria Müller. Und im Komitee auch der Ernst Redlingshofer, ihr wart die Ansprechpersonen für die Liederregionen. Und im erweiterten Arbeitsteam der Helmut Bauer, der Josef Müller steckt gerade von mir, die Sonja Ziempel, der Jakob Hoffmann und der Alexander Stärkel. Eine Tafel erinnert an die Hochblüte eines Ziegelwerkes um 1900 mit 300 Arbeitern. Eine Besonderheit ist die Panoramatafel am Höhenweg mit Blick ins Alpenvorland. Sie ermöglicht es nun, die uns umgebenden Berge auch mit Namen zu benennen. Auch sehr interessante prähistorische Fakten des Standortes sind auf der Tafel zu finden. Eine Tafel am historisch ältesten Gebäude in Uttendorf. Der historische Schritteweg lädt ein, unsere Marktgemeinde aus anderen Perspektiven wahrzunehmen und gleichzeitig durch die Bewegung einen Beitrag zur eigenen Gesundheit zu leisten.